Die Kathedrale. Manchester. 11:14 Uhr GMT. Jetzt sollen wir da Munition und Vorräte sammeln oder was? Und überall diese Viecher. Ah, falsch. Wetten, meine Leute gehen jetzt drauf und ich bleib nur noch alleine am Leben, das geht jetzt schon. Kriegst du nicht gerade. Was zum Fuck? Bin ja gleich tot. Ja, das war mir klar. Scheiße. Ich bin schon wieder mit den Knöpfen vertauscht. Denke mal, R2 ist schießen, Hier ist es ja R1. Einfach mal Granate. Ich habe keine Granate mehr, scheiße. Ach so. Wie war. Da, ach so. Oh, Alter, wie viele sind denn hier? Komm, geht sterben. Aua, irgendwo hinter mir? Da. Da sind ja noch mehr. Hä? Die vier sind auf einmal explodiert. Ich hab die doch gar nicht alle getroffen. Ach du Scheiße, was kommt da denn jetzt? Ach, wie heißt die Waffe noch hier? Boah, ey, stirb! Ey, ich glaube Hammer oder so heißt die, oder? Nagel, werden wir gleich sehen, ich krieg die gleich. Zumindest geht die Waffe durch die Wände durch. Bohrer, so war das. Genau, passt auch besser. So, Energie, ganz viel, wenn's geht. Was war das hier? Achso, ich kann ja auch so ein Schutzschild machen, das ist auch ganz praktisch. Da liegt noch was. Na, bin ich ja mal gespannt. Ah, die Waffe ist schon mal sehr nice. Ach du Scheiße. Kommst da ja nicht durch, da ist eine Wand. Okay, das ist schon mal nice. Die Waffe ist echt sehr effektiv gegen diese Hunde oder was das sein soll. Auch für die nämlich eine andere. Ne, nicht da. Da. Feierabend jetzt hier. Respekt an die Leute. Moment, ich mach mal kurz die Geräte aus. Respekt für die Leute, die das auf hart spielen. Also ich find's schon auf leicht total schwierig. Macht da oben sind da ganz viele. Das ist der Bohrer ganz praktisch. Wo ist denn der? Wo ist der? Da. Weil da steht er. Ach, falsch. Wie gesagt, ein Bohrer ist echt praktisch für sowas. Die geht echt durch Wände durch. Wallhack for the win. Ich glaube, wenn man das online spielt, ist der Bohrer ja hammermäßig, oder? Ich weiß auch gar nicht, wie das läuft online. Ich hab's nie online gespielt. Und habe ich denn da? Rückstoßgranate. Die Rückstoß scheint ein menschliche Konstruktion zu sein. Ja. Granate ist Granate. Werfen wir mal. Das heißt, ich kann. Wie geil ist das denn? Wie lange hält die so? So eine Art Schutzschild oder was? Auch nicht schlecht.
Habe ich auch, wo ich das mal gespielt habe, habe ich die noch nie gehabt. Oh, hi Jungs. Ach, falsch. Falsch. Ich krieg das mit den Knöpfen nicht auf die Reihe. Okay, auch. Mal sehen, wie die wirkt. Oh, doch, die kommen hier rein. Ah, ist ja geil. Das ist echt wie so ein Schutzschild. Okay, die ist schon mal echt respektabel, die Waffe. So. Ne, nicht den Bauer. Wie war denn nochmal Schnellwaffe? Ah, so. Ne, will ich haben. Ach, verdammt, jetzt weiß ich noch nicht mal, wie man mehr haut. Das ist Ansummen. Dreieck. Gut. Er hätte gerade eben, man kann sagen, 5 Stunden Pause gehabt. Ich hätte das Spiel auf Pause gemacht. Da ich los musste, einkaufen und so. Frauchen kam auch nachher. Guck mal, kaum 5 Stunden nicht mehr gespielt und schon weiß man nicht mehr, wie es geht. Auch nicht mehr schlecht. Oh, wo ist die Granate? Scheiße. War hinter mir und ich laufe genau rein. Ach, da oben. So, jetzt wird meine Energie wieder ganz schön knapp. Nachteil an der Waffe ist ja, dass sie total ungenau ist. Ich habe herausgefunden, was sie bringt. Ich habe herausgefunden, was sie bringt. Das heißt, egal wo ich hinschieße, dahin fliegen die Kugeln. Ja, tatsächlich. Geil. Jetzt weiß ich es endlich. Oh Mann. Ja, ich spiele es fast schon halb blind, kann man auch sagen. Alter, wo denn? Da. Hier könnt ihr mir mal sagen, ob Resident 2 wirklich lohnt. Also mein Vater hat das, er sagte, wenn du das den ersten Teil durch hast, kannst du das auch mal zocken. Ja, mein Vater zockt nämlich so eine Games hier. Nur weiß ich nicht, Resident 1 ist eigentlich ganz geil. Nur weiß ich nicht, lohnt sich Resident 2 mal zu zocken? Wenn ja, sagt es mir. Dann werde ich es nämlich auf jeden Fall tun. Im zweiten Teil gibt es nämlich auch Trophäen, so viel ich weiß. Da scheint zu sein, dann gehen wir mal da. Na, so hätte ich es auch machen können. Oh Mann. Gut zu wissen, die meisten Balkons kann man also sozusagen runterschießen. Ich bin schon wieder alleine, meine ganzen Leute sind draufgegangen. Großer, ja, große Arena jetzt sozusagen. Könnte was Großes kommen. Oh nein. Bora, wo bist du? Wow. Ja, der Bohrer ist echt praktisch für die. Mit der anderen Waffe habe ich ja so lange gebraucht letztens. Na, wo ist die Bullseye? Danke. Boah, auf die habe ich gar nicht geachtet. Wo sollen wir da hin? Da sollen wir rüber. Wo kommen wir da hin? Na, das geht. Natürlich nicht, wir müssen ganz außen rumlaufen. Okay. Neue Minen.
Da unten liegt ein Dokument, falls ihr es wissen wollt. Also das weiß ich, aber ich gib's nicht auf. Oh nein. Wie war denn nochmal Döcken? Viereck? Kreis? Oh, Kreis war Granate. Oh, wie geil, der hält ja auch die Schüsse ab. Wie geil ist das denn? Fertig. Spielplatz. Okay, lass uns rutschen. Lass uns rutschen. Du bist ja langweilig. Du läufst ja hoch. Rutschen, rutschen. Naja. Boah. Also Minen auf dem Spielplatz verteilen, ne? Also sowas gehört schon mal ganz und gar nicht. Das ist ja richtig gemein. Hä, wo soll ich denn hin? Komm ich da nicht rüber? Okay. Oh, da ist ein Weg. Boah, nee. Sind das wieder diese Blitzdinge? Die kann man auch kaputt schießen, aber die explodieren trotzdem so komisch. Wo, 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 wo? Boah, da. What the fuck? Wo ist der denn? Ist da nicht gerade einer weggesprungen? Seit wann können die springen? Hier ist... Boah, schon wieder einer mit dem Bohrer. Hä? Gerade eben waren die doch standhafter. Wie kann man die kaputt schießen? Wie geil. Boah. Hey, Partner. So. Gott. Schon gerochen, ey, du Arsch. Oh, da sind Leute von mir. Wo, 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 wo? Ich höre sie doch schon. Oh nein. Geht weg. Das für den Anwesen finde ich schon mal toll. Schreit die gar. Haha, hinter der eigenen Granate geflogen. Gut, was ist das? Ich höre die ganze meine Leute. Rechts müssten die irgendwo sein. Ah, Ende. Verdammt, Mann, alles klar? Komm rein hier! Captain Mitchells Trupp hatte den Konvoi lokalisiert. Leider machten Pirscher-Sichtungen in dem Gebiet eine sofortige Bergung unmöglich. Der Pirscher ist eine der gefürchtetsten Waffen der Bestien. Er ist sehr schnell und feuert Flugabwehrraketen mit tödlicher Präzision. Die Technologie der Pirscher ist und bleibt eines der bestgehütetsten Geheimnisse der Bestien. Mitchell kämpfte den ganzen Morgen lang einen ungleichen Kampf. Er hielt die Stellung, bis Verstärkung eintraf.
Immer mehr dieser Bestien kamen hinzu. Alle am Boden waren überzeugt, dass der Konvoi so gut wie verloren war.